Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein kleines Aufgebrauchvideo für euch. Zum einen habe ich hier das Shampoo, das Glanzshampoo von Santé aufgebraucht. Ich kaufe das auch immer wieder nach. Allerdings finde ich das mit Apfel etwas besser und pflegender. Das ist etwas trockener meiner Meinung nach. Deswegen werde ich die andere Sorte einfach lieber nachkaufen. Dann die Shampoos hier von HIP. Das sind Shampoos ohne Sulfate und deswegen auch besonders mild. Die finde ich eigentlich ganz okay. Sind jetzt nicht die besten Shampoos. Die muss man schon lange einziehen lassen auf der Kopfhaut, damit die Haare wirklich sauber werden. Und die pflegen die Haare auch nicht so besonders. Da braucht man wirklich eine gute Haarspülung für. Aber für feines Haar, die können sich das auf jeden Fall mal anschauen. Aber wenn ihr die Haare, sag ich mal, blondiert habt, dann könnte es sehr, sehr trocken werden. Dann ein Duschgel von Lavera und zwar das mit Bio-Wildrose. Ich persönlich fand es okay, aber ich mag lieber das mit Honig und Mandelmilch. Also das vom Duft her mag ich das einfach lieber. Deswegen, also das werde ich mir nicht nachkaufen, aber war okay. Dann ein Nagellackentferner von Aybelline. Der ist auch acetonfrei, der war auch okay, aber allerdings habe ich das Problem, dass meine Nägel ultra ausgetrocknet werden dadurch und deswegen bin ich jetzt auf einen Bio-Nagellackentferner umgestiegen, der zwar wesentlich teurer ist, aber meine Nägel nicht so beschädigt und deswegen werde ich mit dem hier nicht mehr nachkaufen. Dann die Zahncreme von Alverde mit Nana-Minze. Ich persönlich fand sie jetzt nicht so besonders gut. Ich brauche so ein bisschen mehr Frische im Mund und die war jetzt eher so ziemlich mild und so gar nicht nach Minze irgendwie. Und deswegen werde ich mir die nicht mehr nachkaufen. Da finde ich die von Lavera etwas besser. Dann ein Deo und zwar das Nivea Dry Comfort Plus. Ich finde, das riecht wirklich sehr, sehr gut. Allerdings rieche ich trotzdem danach und es verfärbt auch meine Shirts so leicht gelblich unter den Achseln. Und deswegen werde ich das nicht mehr benutzen und das kommt jetzt weg. Dann hier die Seife von Nablu Soap. Die sieht jetzt richtig, richtig schmockig aus. Das ist eine Olivenseife, die ich wirklich sehr gerne benutze. Und zwar mit Minzestückchen hier enthalten. Und die ist besonders mild zur Haut. Meine Haut ist nach dem Duschen auch überhaupt nicht trocken. Und deswegen benutze ich die Seife super, super gerne. Ich habe Gott sei Dank auch noch sämtliche im Schrank. Also das ist auf jeden Fall auch ein Favorit. Das Jojobaöl, das habe ich euch auch schon so oft gezeigt. Damit schminke ich mich ab und pflege mich damit. Und das kaufe ich mir auch immer wieder nach. Dann eine Wimperntusche von Oriflame, die ich auch sehr gut finde. Ich finde das Bürstchen wirklich sehr, sehr schön und die ist auch nicht so teuer und sie macht auch einen schönen Effekt und hält auch die Wimpern geschwungen. Allerdings ist sie hier so ein bisschen in Deutschland schwierig zu bekommen. Man bekommt sie aber bei Alparfümerie. Aber ganz ehrlich, dann gehe ich doch lieber in die Drogerie und kaufe mir eine, weil ich keine Lust habe, jetzt extra zu bestellen. Und aber trotzdem eine sehr gute Mascara. Dann ein Deo und zwar das Schmidt Deo oder Schmitz Deo mit Bergamont und Limette und ich finde, das riecht ganz angenehm. Leider hatte ich da Probleme mit dem Produkt, denn das ist so fest, dass ich das gar nicht aus dem Tiegel bekomme, nicht mit dem Pinsel und auch nicht mit dem Finger und dementsprechend konnte ich auch nicht viel Produkt auftragen. Dementsprechend hat das Ganze auch überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht. Ich krieg's halt super schwierig hier aus dem Pott raus. Deswegen bleibe ich lieber bei den Wolkenseifen-Deos. Die finde ich einfach cremiger und wesentlich besser im Auftrag. Dann ein Concealer und zwar den von Logona. Der ist mir jetzt hier eingetrocknet. Den fand ich gar nicht mal so schlecht. Der war echt ganz gut. Eher was für fettige Haut, würde ich jetzt mal sagen. Nichts für trockene Haut. Den fand ich eigentlich ganz gut, aber da sind so ein paar Inhaltsstoffe, die mir nicht so ganz passen. Deswegen werde ich den jetzt nicht mehr nachkaufen. Und ich persönlich finde den von Nude by Nature auch wesentlich pflegender. Und ich brauche jetzt einfach mehr Pflege unter den Augen, weil ich halt auch älter geworden bin. Und schon die ersten Fältchen sich bemerkbar machen. Aber eigentlich fand ich den wirklich nicht schlecht. Dann zwei Bronzer, die ich aufgebraucht habe. Und zwar die von Bare Minerals. Und, ich mag den hier lieber. Der ist nicht ganz so rotstichig wie der Warm Bronzer. Also den kaufe ich mir immer wieder nach. Und ist auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten. Benutze ich täglich im Alltag. Der Warm Bronzer ist wirklich sehr rotstichig. Und eher was für den Sommer. Im Winter kann ich den überhaupt nicht benutzen. Eventuell als Rouge oder so. Deswegen kaufe ich mir den immer wieder nach. Weil den kann ich wirklich so das ganze Jahr übertragen. Und der ist auch etwas aschiger. Trotzdem so rötlich, Cognac-Farben, richtig, richtig schöner Bronzer von der Farbe her. Der ist auch nicht ganz matt und zaubert wirklich so eine Frische. Und den kaufe ich mir echt schon seit Jahren nach. Der ist wirklich schön. Dann ein Fixierpuder und zwar von Bare Minerals, ein Whale-Puder, was mir leider auch schon so zerbrochen ist. Oh mein Gott.
Das war wirklich ein sehr gutes Puder, was mich im Sommer immer sehr gut matt gehalten hat. Ich habe jetzt aber dieses Duo und das finde ich halt auch ganz gut. Das enthält ein mattes und ein glowiges Puder. Deswegen werde ich mir das jetzt hier nicht mehr nachkaufen. Ich würde mir, glaube ich, eher das Duo nachkaufen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Einfach nur auf mein Profilbild klicken. Und ansonsten findet ihr hier noch weitere Videos. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ciao!